Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch für Kinder ab einem Jahr vorstellen. Mein kleiner Markt von Xavier Deneux, 2014 im Koppen Rath Verlag erschienen. Von dieser Reihe Sehen, Tasten, Begreifen, zu dem dieses Bilderbuch gehört, sind schon zwei andere Pappbilderbücher vom gleichen Autor mit der gleichen Methode erschienen. Man sieht das hier, ich zoome ein bisschen rein, dass es hier Ausstanzungen gibt. Und das eine Buch hat das Thema Zahlen, das andere das Thema Gegensätze. Und hier geht es um mein kleiner Markt. Es umfasst 16 Seiten. Ist für Kinder ab einem Jahr geeignet und kostet 8,95 €. Es werden sieben verschiedene Lebensmittel vorgestellt. Und zwar zum Beispiel eine Birne, eine Erdbeere und immer nach diesem Muster auf so zwei Doppelseiten, einmal als ganze Figur und dann so durchgeschnitten. Und das Besondere an dieser Reihe sind eben diese Ausstanzungen, dass die Kinder hier mit dem Finger lang fahren können und begreifen können, wie so eine Erdbeere, auch welche Form sie hat. Und zum Beispiel hier der Fisch oder die Erbse. Es kommt schon zum Beispiel auch eine Avocado vor, und da merkt man, dass der Autor ein Franzose ist, also sind schon eher ungewöhnliche, nicht so ganz in dem Sinne typisch einheimische Lebensmittel, so hier für den Deutschland. Aber das ist jetzt nicht negativ aufzufassen, es ist einfach auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man etwas anderes gibt, also das sonst typische bei solchen Pappbilderbüchern. Es ist sehr reduziert, man sieht es hier, man hat immer nur diesen Gegenstand. Es lenkt jetzt nichts ab, also der ist mal auf so einem farbigen Hintergrundbild, über so weiß-weiß oder rot und weiß. Also wenn ein Kind hier Rot-Grün-Schwäche hat, dann wird es hier Probleme haben. Aber es lenkt eben nichts von der Figur ab. Allein hier steht eben, dass es eine Erdbeere ist, mehr oder weniger nicht. Also ganz gut auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten für Kinder ab diesem Alter geeignet. Schön ist auch mal, dass es hier so einen Querschnitt von zu der Frucht gibt. Einzig und allein jetzt bei diesem Fisch ist es von Nachteil, weil hier das weiß-weiß ist. Also das kann man wirklich schlecht erkennen. Da hätte ein anderer Farbton besser gepasst. Etwas irritierend ist mein kleiner Markt, weil hier geht es nicht um das Einkaufen auf einem Markt, sondern ausschließlich um Lebensmittel. Also ein anderer Titel wäre besser gewesen. Ansonsten ein sehr schönes Buch. Also hier ist zum Beispiel auch das Problem, dass es weiß-weiß von dem Ei schlecht zu erkennen ist. Aber an sich sonst ein sehr schönes Buch, deswegen 4 von 5 Sterne.